Ich warte, bis du anfängst. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, wir sind im Kapitel 4 angelangt und der Marius, der kann natürlich nicht hören, er macht immer so die Fahrstuhlmusik drauf, die ich extra heute weggelassen habe. Der steht nämlich hier, wie ihr seht, das ist der Marius, guckt ihn euch an, macht's wie der Marius, trinkt Radler, alkoholfrei, ne? Seid nicht wie der Ramses. Nein, das erinnert mich an letztens. Wir wollen jetzt die drei Rocket-Bosse machen, fangen jetzt auch gleich an mit Cliff und ich habe mir gedacht, bei jedem Rocket-Boss werde ich mir ein Porter, kennt ihr noch Porter? Bei jedem Rocket-Boss gibt es auf jeden Fall ein Porter. Zack, da ist das erste, wird geöffnet. Mit Cliff fangen wir an. Prost, ne? Lass dir dein alkoholfreies Radler schmecken. Das erinnert mich an Viala, der hat ja auch mir einen Bierbeutel vorbeigebracht. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Nee. Und da war auch ein Export von dem Schlappesäppel Export drin. Das war auch alkoholfrei. Da habe ich gesagt, ach, war das Absicht? Und der, nein, habe ich mich vergriffen. Das kann natürlich sein, wie bei Marius, der hat sich auch vergriffen. Ich war nur scharf auf das Naturtrüb. Genau, das Naturtrüb. Und dann hat er das Gehirn ausgesetzt, sozusagen. Das ist aber auch manchmal versteckt, wenn man gar nicht weiß, dass es das so gibt. Jetzt holen wir uns hier den Cliff. Und ich nehme natürlich mein Team, was ich immer nehme. Das besteht nämlich aus Regirock, aus Kyogre mit, ja toll, nee, nicht das, das und einem Despotar. Ihr wisst, das ist immer mein Team. Das nehme ich für Giovanni, das nehme ich für die Rocket-Bosse. Ganz egal, was die für Pokémon haben, ich nehme immer genau das gleiche Team. Und wir gucken mal ganz unverhofft, ob wir das damit schaffen. Der hat halt FIFA 21 gestreamt und das ist wohl gestern erst online gegangen. Cool, der filmt ja immer noch. Da bin ich also hier live zu sehen. So, heute bei Adis Katzenfutter-Challenge. Mit extra Hot Sauce und dem neuen Arena-Boss. Das ist eh alles nicht drin. Ach so. Ja, hab ich doch gesagt, dass ich das alles... Das ist vielleicht so ein cooles Outro. Nee, Bruder. So, wir befinden uns jetzt hier beim Cliff, weil ich gerade verloren habe. Warum auch immer. Vielleicht wurde ich abgelenkt, wir wissen es nicht. Vielleicht lasse ich es doch drin. Wir nehmen, normalerweise nehme ich am Anfang immer das Regirock. Wir nehmen heute aber mal das... Lucario mit Steigerungshieb lockt das ja auch schnell die Attacken raus. Ansonsten Kyogre, Despotar, lassen wir mal drin und probieren das jetzt mit Lucario, Kyogre, Despotar gegen Ammonitas. Da müsste, er ist sehr effektiv, wir aber auch. Wir müssen trotzdem versuchen, den Steigerungshieb erst einmal durchzubringen, um ein Schild rauszulocken. Aber das Wichtigste, dass der Angriff gesteigert wird und sein Pokémon einfach tot ist. Genau, jetzt machen wir nämlich mehr Schaden. Wehren seinen einen Angriff auch ab. Wir brauchen das nämlich noch, um den zweiten Schild rauszulocken. Einmal gegen Cliff, Blubstrahl. Wäre jetzt nicht so krass gewesen, glaube ich. Aber Lucario hat, glaube ich, richtig schlechte Verteidigungswerte. Das heißt, er nimmt Maromai. Kampf gegen Kampf. Ich glaube, er ist aber trotzdem wieder effektiver gegen mich als ich gegen ihn. Wir hauen also wieder den Steigerungshieb drauf. Das zweite Schild von ihm ist weg. Mein Angriff wird gesteigert. Seiner ist sowieso krass. Wir hauen nochmal drauf, nochmal drauf. Wir lassen es nicht dazu kommen, dass er einen Steinhagel auf das Kyogre macht. Das ist nämlich vorhin komplett tot umgefallen. Das heißt, wir steigern nochmal den Angriff. Werden noch ein bisschen, wollen noch ein bisschen Zeit schinden. Und mit dem nächsten schaffen wir vielleicht sogar, das Machomai gleich niederzuringen. Ich glaube, das wird nichts. Obwohl, zwei Attacken, wir sind durch. Machomai ist auch weg. Und er hat noch eins. Wir haben noch zwei Pokémon. Und wir machen nochmal den Steigerungshieb gegen Despotar, wo jetzt auch also das Kyogre gut ist. Das könnte man eigentlich theoretisch direkt reinwechseln. Oder wir lassen noch eins, zwei. Was ist das denn? Jetzt hätten wir es fast geschafft, alles mit einem Kyogre zu besiegen. Ach, mit einem Lucario. Das heißt, wenn ihr Cliff seht, welches Pokémon nehmt ihr? Nehmt Lucario. Ihr seht, das ist richtig heftig. Das muss nicht mal die vollen WP haben, also das muss keine guten IV haben. Hauptsache es hat Steigerungshieb. Beim letzten könnt ihr dann statt Steigerungshieb auch die Aurasphäre drauf machen. Dann müsste das passen und wie ihr gesehen habt, gibt es jetzt auch Sticker von den Rocket Bossen. Es gibt diese kuriosen Eier, wie sie genannt werden.
Und es gibt natürlich das Pokémon, was er einsetzt, auch als Shiny, was hier jetzt ein Amonitas ist. Ist natürlich kein Shiny, das fangen wir jetzt in der Überblendung und melden uns dann gleich vom zweiten Boss zurück, entweder von Sierra oder von Alo. Möchtest du noch was sagen? Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, dem geht, ja, das dachte ich mir. Die ganze Zeit am Rumstressen und jetzt ist er ruhig. Ich hab gar nicht gestresst. Gut, muss ich gleich noch fangen. So, wir sind live zurück vom Hefemarkt, ne, bei Sierra. Ich habe mir wieder einen Porter mitgebracht. Das heißt, das machen wir jetzt erstmal auf. Zweiter Bus, zweites Bier, ihr wisst Bescheid, ne? Stellen wir mal kurz hier ab. Nehmen mal das Handy. Hier ist nämlich auch der Marius. Guckt, da steht er in Leib, wie er leibt und lebt. Ne? Immer noch mit seinem alkoholfreien Radler. Hier ist das Bärchen, das hat jetzt eine rote Nase. Da habt ihr jetzt drauf gestanden, beziehungsweise da stelle ich euch auch wieder drauf. Ganz vorsichtig. Ja, eben ist nämlich schon die Aufnahme abgebrochen. So, und jetzt? Ich frage mich immer noch, der Marius, sein Markenzeichen, der Fischerhut. Wo hat er denn heute seinen Fischerhut? Ich verstehe es nicht. Der hat immer einen Fischerhut auf. Heute nicht. Was war da denn los? Huch. Und wir nehmen das gleiche Team wie eben mit Lucario, Kyogre und Despota. Diesmal gegen Sierra. Gucken mal, wie weit wir da kommen. Das Handy wird auf jeden Fall schon schön nass. Das ist schlecht, dass er ein Hypno hat. Dass sie ein Hypno hat, obwohl das Hypno ist nicht effektiv. Also ist es eigentlich egal. Und wir locken schön die Schilde raus. So muss das sein. Zweimal wieder Steigerungshieb, einen dritten vielleicht drauf, dann ist es vielleicht tot. Mal gucken, es wehrt natürlich ab. Der Angriff steigt, wir machen mehr Schaden. So muss das aussehen. Wir brauchen hier gar nicht drücken, er wehrt ja sowieso ab. Was machst du da? Und wieder Musik. Der macht immer Musik in den Hintergrund. Das hat ja eigentlich Vorteile, da wirkt das Video nicht so langweilig. Aber trotzdem. Non-Profit. Und das ist Non-Profit, also. Seid ihr auch Non-Profit? Schreibt es mal in die Kommentare. Das Wort, no copyright. Das ist nur Copyright und No-Profit ist was anderes. Also wenn ihr nur Profi-Right seid, schreibt es mal in die Kommentare und dann wisst ihr Bescheid. Als zweites fährt sie ein Tohaido auf und habt ihr gesehen, bevor ich meine Attacke machen konnte, war das im Prinzip schon tot. Das ist wohl sehr effektiv gegen, warum? Weil es Unlicht ist, Kampf gegen Unlicht. Vielleicht ist Kampf gegen Fische auch, oh, guck dir das an. Ein Tangolist und wieder sehr effektiv. Also, was nehmt ihr gegen Alo? Ach nee, was nehmt ihr gegen Cliff? Lucario. Was nehmt ihr gegen Sierra? Lucario. Was nehmen wir gegen Alo? Wir wissen es nicht, den müssen wir nämlich erst noch machen. Wir haben jetzt auch Sierra besiegt, das ist das zweite. Und drücken mal weiter durch, es regnet. Vielleicht gibt es ja jetzt ein Shiny Hypno. Da hinten läuft was. Und ein Ei gibt es noch oben. Nein, fertig. Nee, wir gucken jetzt mal drauf. Was? Drück doch durch, Junge, ob es ein Shiny ist. Die IV gucken wir uns dann später an. Und es ist kein Shiny. Das ist richtig genial, denn ich habe bisher immer noch kein einziges Krypto-Shiny. Werde ich auch wahrscheinlich nie kriegen. Das fangen wir jetzt in der Überblendung. Suchen uns noch Alo. Melden uns dann auf jeden Fall nochmal zurück. Prost! Peace out! Ich wollte das auch mal machen. Ja, dann gibt's halt keinen Prost, du Affe. So, wir sind jetzt zurück auf jeden Fall beim Arlo. Crazy Yo, auch am Start. Und jetzt setzt der Beat gerade aus. Wir haben auf jeden Fall das dritte Bier. Machen wir jetzt hier noch auf. Ihr seht, es wird immer verrückter von Boss zu Boss. Wird's immer verrückter, immer mehr Bier, immer mehr Bosse, immer mehr Pokémon, immer alles so. Und deswegen jetzt erstmal Prost und dann geht's gleich ab mit Alo. Und wir nehmen wieder das gleiche Team, was wir eben hatten. Junge! So ein bisschen auf jeden Fall. Aufpassen, dass nichts runterfällt. Hier ist Alo, wir gehen drauf. Wir nehmen natürlich wieder am Anfang Lucario. Ach, das war's schon gut. Dann kann man aufhören rum zu affen, Junge. Und wir gehen erst wieder, wenn der Angriff läuft. Es gab noch hinten dran. Okay, alles wird gut. So, wir nehmen auf jeden Fall das Lucario wieder vorne rein. Ich gehe mal zurück auf den. Dann das. Ja, Kyogre steht ja eigentlich schon da. Wir brauchen aber das andere. Und Despota. Das ist wieder unser Team. Ich weiß nicht, was Alo für Pokémon hat. Aber mit dem Lucario haben wir bisher eigentlich immer alles umgehauen. Und das sieht schon mal gut aus. Ich glaube, Lucario gegen ein Feuer-Pokémon
ist schwach, denn das Vulcano macht einfach übelsten Schaden. Vielleicht hätte ich jetzt einfach das Kyokre nehmen sollen und der Bildschirm ist so nass. Man kann einfach überhaupt gar nichts machen. Er wehrt ab, ich bin tot, aber wir haben jetzt das Kyokre. Das müsste ja reichen. Ich glaube, das geht schon so ab. Es hat zwar immer noch ein Schild, das heißt, wir müssen noch einmal Surfer aufladen und dann damit draufhauen. Er hat Glurak, das ist also auch gut, weil das nimmt viel Schaden. Auch wenn der Surfer noch nicht durchgeht, können wir trotzdem mit dem Kyokre das Glurak, denke ich mal, auch besiegen. Selbst Despota wäre jetzt eine gute Wahl. Mit Steinkante, mit Katapult, mit Gesteinsattacken haut das natürlich auch ordentlich drauf. Wir laden also unseren Surfer auf, nehmen den aber aufs letzte Pokémon mit. Wo ist die Musik, Bruder? Keine Musik mehr, alles wird gut. Das ist also auch tot. Ihr seht, das Team ist bisher einfach unschlagbar, egal was da kommt. Man macht alles gleichzeitig platt. Jetzt haben wir hier also Surfer gegen Xerox. Da wäre Feuer ganz gut, brauchen wir aber auch nicht. Wir werden es mit denen, die wir jetzt haben, schon schaffen, denn der zweite Surfer kommt hinterher. Das heißt, das hat auch keine Chance, ist auch gleich tot. Jetzt habe ich vergessen, die Attacke zu machen. Und für alle natürlich, denkt dran, immer alkoholfreies Radler trinken. Und dann ist die Welt ein besserer Ort auf jeden Fall. Den haben wir jetzt auch besiegt, den können wir jetzt auch live fangen. Wie die IVs sind, ob was Gutes dabei war bei den drei Bossen, gucken wir uns dann aber im nächsten Kapitel an, wenn wir gegen Giovanni kämpfen müssen. Das heißt, die 1000 Staubnehmer mit, wir nehmen den Sticker mit, wir nehmen das Ei mit, wir nehmen alles mit, auch den Hypertrank. Es dauert wieder 10 Jahre, bis wir weiterkommen. Fangen das natürlich, es könnte auch wieder shiny sein, ist aber nichts, aber ein Krypto immerhin. Anruf. Du kriegst Anruf, gut, geh mal ran. Ja, ich muss jetzt mal die Box ausmachen. Nö, wir hören gerne alle mit. Ja. Eins, nichts. Jetzt nochmal eins und zack. Wie gesagt, die IV, die Bewertungen machen wir dann beim Giovanni. Wenn Giovanni dran ist, zeige ich euch dann die Bewertungen von den einzelnen Pokémon aus den Rüpeln und von den drei Bossen, ob was Gutes dabei war oder nicht, und fangen dann auch das Krypto Mewtwo für das nächste Kapitel, weil nur Giovanni alleine wäre ein bisschen kurz. Das haben wir auch gefangen. Können wir die Kapitelbelohnung natürlich noch abholen. Welches Team habt ihr genommen? Was habt ihr gegen Alo genommen? Was habt ihr gegen Cliff genommen? Was habt ihr gegen Sierra genommen? Wie ihr seht, ich habe immer genau das gleiche Team genommen. Und alternativ sonst nehme ich statt Lucario immer das Regirock. Mittlerweile für die neuen Teams ist aber das Lucario sogar noch eine bessere Wahl. Obwohl, gegen Alo wäre Regirock wieder besser mit den Gesteinsattacken. So, Spezialforschung ist durch. Wir sind jetzt im Kapitel 5, wie ihr auch seht. Findet ihn, bekämpft ihn, besiegt ihn. Das machen wir als nächstes. Da gibt es ja gar keine Pokémon-Belohnung. Gibt es wohl erst im Kapitel 6, egal. Da steht dann dort, fange Mewtwo oder so. Hoffe ich. Nicht, dass sie uns hier verarschen. Nicht, dass es nur Bonbons gibt. Das wäre der Fail der Woche. Das war es also von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Giovanni. Das kommt morgen. Und mal gucken, wie das Krypto Mewtwo aussieht. Ob es vielleicht zu einem 100er wird. Ob es so schon ein 100er Krypto ist. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Schreibt ihr mal rein, welches Team ihr hattet. Ob ihr schon Giovanni besiegt habt. Wie euer Mewtwo ist. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.